Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 Multiplayer auf der Hofbergmann Lode. Paul mit dem Simon. Hallo. Hallöle. Warte mal, ich hab das drin, ne? Paul Boxe Simon ist einfach drin. Ich kann nicht ändern. Also musst du noch ein paar Worte zwischen rein sagen. Hier ist mal ein Stotterkurs sein, das gleiche. Ne? Muss jetzt immer ohne Boxe hinterhängen. Ja, aber, ne? Paul Boxe Simon ohne Boxe. Paul Boxe Simon minus Boxe. Das ist wie in so einer Summengleichung. So, wollt ihr noch mit? Oh ja. Ich warte, wie mache ich denn das? Ach komm, die zwei lasse ich jetzt da. Habe ich noch was ich mitnehmen kann zu Snoo vom Hof? Hast du die Butterfässer? Noch nicht. Ich habe nur Ziegenmilch jetzt mal mitgenommen. Da müssten theoretisch noch 4-5 Butterfässer da sein. Jo, nehme ich auch noch mit. Kein Problem. Da. Wir fahren hier übrigens umwelttechnisch sehr low. Ja, mit dem alten Bucher. Ja. Da muss man schon mal sagen, ne? Simon, dein Fan steht hier noch rum, ne? Da gehört ja nicht zur Apfelplantage hoch. Ja, ich weiß. Paul, das geht nicht. Die Restentledung geht nicht. Warum nicht? Akzeptiert er nicht. Was hat Bist du auf dem richtigen Fahrzeug? Es müsste nur noch was vorne im Bucher sein. Aber sonst setzt ihn doch zurück. Ich habe jetzt beide durchprobiert. Wenn ihr zurücksetzt, ist er doch auch leer. Darf ich mal kurz? Hör ich? Okay. Ja, wir hören dich. Funktioniert doch. Ja, Simon. Bei mir ging's gerade nicht. Merkwürdig. Hast du die Ziegenkännchen jetzt mitgenommen? Ja. Gut, dann nehme ich jetzt Milch hier mit. Ich hatte nicht alle Platz, aber zwei können wir ja auch lassen, ist auch egal. Ja, das klingt gut. Milch kommt immer geschüttelt. Nicht in das große Fass rauschen. Milch kommt immer geschüttelt dann bei Simon. Danach ist es Sahne. Oh, geil. Wie viel Milch haben wir eigentlich noch? Wieso läuft denn das Ding nicht mehr? Genug. Oh, das ist leer. Oh, da müssen wir auffüllen, Paul. Wo? Bei der Butter. Alter Schwede. Oh, da habe ich jetzt aufgefüllt. Das Fass müsste eigentlich noch voll sein. Das Fass ist komplett leer. Ausleeren. Nee, ist leer, ehrlich. Okay. War ich gerade drin. Aber mach ich. Kein Problem. Profi, ne? Weißt du, ja. Dann hat das Vorspulen doch viel Milch gekostet. Naja, bringt ja auch was, ne? Butter ist ja nicht so ein schlechter Geldgeber. Oder sagen wir so, bringt sehr viel im Verkauf. Wird das eigentlich noch gemacht? Butter in Fässern? Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne das nicht mehr. Also ich kaufe normal die Butter im Supermarkt, das war's. Deswegen Butter in Fässern, ja. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die wirklich noch selber Butter herstellen zu Hause. Und noch weniger, die dann die Butter so stampfen im Fass. Stampfen muss man die? Früher hat man die ja in so einem Fass dann so irgendwie so ganz komisch gestampft, aber ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Okay, da bin ich raus. Ich auch. Hab ich nie gemacht. Simon? Bin ich auch irgendwie froh drum. Du bist der Älteste im Raum. Keine Ahnung. Sag immer alles, sei saumäßig anstrengend, keine Ahnung. Ich war das Einzige, was man so allgemein sagen kann, dass so regionale Produkte halt wieder mehr im Kommen sind. Ja, das finde ich auch sehr, sehr gut. Ich war heute, weiß mal zumindest, wo das ganze Zeug herkommt. Ich war heute einkaufen tatsächlich. Und hab. An der Kasse habe ich einen Blick in den Einkaufswagen nochmal geworfen. Abschließend, ne? Und da habe ich 90% Produkte gesehen, die wirklich von hier kommen, von uns. Da war schon irgendwie cool. Du musst zwar echt suchen bei uns, weil da steht zwar alles irgendwie in greifbarer Nähe, was irgendwo anders herkommt. Und die Sachen, die von hier kommen, die stehen irgendwo ganz unten oder ganz oben oder ganz versteckt auf alle Fälle. Ja. Oder werden das gar nicht angeboten? Ja, das ist das Nächste. Dann habe ich zum Beispiel, bestes Beispiel habe ich in Kohlrabi gesehen. Kohlrabi, sagt euch was, ne? Ja. So. Mega kleiner Kohlrabi, dann steht da, Herkunft aus EU. Ja. Dann schaue ich aus dem Fenster raus beim Supermarkt und sehe ein fettes Kohlrabi-Feld und denke mir so, nee, Leute, ganz ehrlich, sowas kaufe ich nicht, da gehe ich lieber zum Bauern da vorne und hole mir da zwei Kohlrabi. Weißt du, wenn sie schon draufschreiben, aus EU, dann ist es, ja. Weiß Gott woher. Ja, irgendwo aus der EU.
Aber ganz ehrlich, Kohlrabi möchte ich zum Beispiel nicht aus, weiß ich nicht, das ist irgendwo anders herhaben, als wir jetzt von uns weg. Also, wenn sie draufschreiben, okay, Made in Austria, okay. Oder her kommt her, regional, bla, okay, aber Made in der EU ist, nee, ganz ehrlich, nö. Bei Milch und bei Joghurtprodukten ist es zum Beispiel auch so extrem. Auf den Milchprodukten oder Joghurtprodukten sind zwar Siegel drauf, da steht dann DE und auch die Nummer des Betriebs drauf. Das ist aber nicht der Betrieb, wo die Milch her oder die Produkte wirklich herkommen, sondern es ist nur die Abgefüllt. Molkerei. Ich habe heute, Alter, ich habe heute Erdbeeren gekauft, ne? Da steht Gibt es drauf, heute noch Erdbeeren? das habe ich mir auch gefragt und da wurde ich neugierig. Da muss ich noch machen, dann später. Ich habe Erdbeeren gekauft, ganz normal Erdbeeren, sehen cool aus, waren teuer, okay, ist so. Und dann gucke ich drauf, Österreich. Denke mir so, okay, passt. Und dann lese ich das Kleingedruckte, da steht da, frisch verpackt in Österreich. Mhm. So, und dann steht da irgendeine Homepage bei und da wollte ich heute nochmal nachgucken, woher die wirklich kommen. Weil wenn nur drauf steht, verpackt in Österreich, ne, dann machen die, da kommen die ja irgendwo aus. Keine Ahnung woher, machen dann eine Folie rum und schreiben drauf Made in Österreich. Ja, Ja. genau. Alter, das ist unfassbar, ey. Ja, und dann denkst du so, ja, also, oder viele meinen dann immer, ja, ich kaufe jetzt hier, keine Ahnung, zum Beispiel Milch aus, halt, aus einem der Bundesländer und unterstütze dann mit eventuell noch irgendwelche Verbände, also Bauernverbände, die halt die Milch produziert haben und in Wirklichkeit kommt das Zeug irgendwo aus Holland. Ja. Ich habe nichts gegen Holland, ne? Aber das ist einfach. Nee, brauche ich nicht. Unnötig. Warum soll ich irgendwas kaufen, was hunderte oder tausende Kilometer weit weg produziert wurde und den Weg zu mir gemacht hat? Es ist wahrscheinlich auch ein gutes Produkt, okay, mag sein. Aber das bringt doch nichts. Da fördere ich doch lieber die Leute, die hier das machen, damit die ihren Job weitermachen können. Klar. Sowas wurde einem, früher wurde das einem einfach mitgegeben in der Erziehung. Also zumindest ging es mir so. Also das. Weiß ich nicht. Aber zum Beispiel möchte ich nicht wissen, wo die Milch von zum Beispiel von Lidl herkommt. Weiß man das? Lässt sich bestimmt irgendwie nachschauen. Aber die Frage ist halt, ob da dann auch wieder nur draufsteht, hier abgefüllt in. Du siehst nur die Molkerei, du siehst nicht wirklich, wo die Milch herkommt. Ja, eben. Ja. Dass die Einsicht haben, nur die Molkerin selber. Wobei es bei Milch ja auch viele Großbetriebe in Deutschland gibt, also. Ja, aber zum Beispiel, ne? Das ist halt. Ja. Milch ist als bestes Beispiel, weil Milch wird es überall geben. Gut, dass bei uns keine Bananen wachsen, ist mir auch irgendwo klar. Weißt du, das sieht man auch ein. Aber, Würden theoretisch schon wachsen, nur in einem halt ja. extrem kleinen Zeitraum. Wie gesagt, da sehe ich es ein, ne? Aber solche Sachen wie ganz so ein Salat oder irgendwas, das wächst bei uns auch vor der Haustür. Das muss ich nicht irgendwo aus Ägypten kaufen. Ja, und wenn es es halt mal nicht gibt vor der Haustür, ist mal was anderes. Ja, Es gibt ja nicht umsonst Wintergemüse. ist genauso, weißt du? Ja, der Verbraucher halt erwartet, dass zu jeder Jahreszeit alles verfügbar ist. Ja, aber das ist dann genau die Und falsche das ist genau Einstellung. der falsche Weg. Sag mal jemanden, der was bei 30 Grad einen Glühwein trinkt. Macht doch auch keiner. Es gibt Sachen, die gibt's nur zu bestimmten Zeiten. Fertig. Ja, vor allen Dingen, also das beste Beispiel, zumindest bei mir ist das so, mit Weihnachtsgebäck und solchen Sachen. Zum Beispiel Dominosteine. Normalerweise gibt es die eigentlich, wenn überhaupt, nur zu Oh, Weihnachten. So. Dominosteine. Teilweise fangen die schon im September an mit Dominosteinen und Weihnachtsgebäck und hast nicht gesehen. Ja. Das heißt, wenn wirklich dann, wenn der Zeitraum, der normale Zeitraum dann eigentlich kommt, hast du eigentlich keine Lust mehr drauf. Ja. Dominosteine ist eine Ausnahme, die kann das ganze Jahr essen. Aber Ja, gut. genau das ist es, weißt du, du freust dich auf irgendwas und du freust dich auf die Zeit und du verbindest einfach eine gewisse Jahreszeit auch mit bestimmten Produkten, die es nur da gibt, ne? Zumindest geht's mir so. Ich finde, das beste Beispiel sind immer noch Erdbeeren. Ja. Erdbeersaison geht los, man hat mega Bock drauf. Erdbeersaison zu Ende, okay, fertig. Ja, ist halt so, weißt du, du hast so viel Erdbeeren gefressen, dass du da einfach genug hast wieder ein Jahr von Genau. Erdbeeren und ein halbes Jahr. Brauchst es einfach nicht Ja, mehr. genau. Das ist ja einfach so, weißt du, das ist. Ja. Weil ich kenn's nicht anders, muss ich sagen. Aber ja, im Zeiten des Internets, wo sich jeder seine Lebensmittel online kauft, ne, da ist es halt ein bisschen anders. Ja, das ist auch noch so eine Sache. Also, ich weiß nicht, ich halte davon nicht viel. Ich auch nicht. Ganz Lebensmittel ehrlich. online. Oh, Simon, hi. Was machst du Hi hier? du. Gehst du jetzt Gülle grubbern?
Hatte ich jetzt dann vor, ja, sobald der Drescher mal ein paar Runden gedreht hat. Soll ich dir dann immer was vorbeibringen oder? Ja, jetzt schauen wir mal. Du könntest mal noch Gas mitnehmen zum Abfüllen dann, Das ist eine sehr wenn der gute leer Idee. ist. Wo ist denn das Gas hier drin? An der BGA war Das das. ist ja, das ist hier die Raffinerie. Hier. Muss halt an dem ersten Trigger quasi. Achso, ja, hier. Knappe 19.000 sind hier noch drin. Genau. Ist der LKW oben leer oder? Der müsste eigentlich gleich leer sein, ja. Da war Gülle drin. Also Lebensmittel würde ich immer nur frisch kaufen, also das, was man auch sieht. Lebensmittel kauft man am besten auf dem Markt. Ja, bin ich Das auch auch. bei dir, aber es gibt ja solche Sachen, die bekomme ich halt im Markt auch nicht, ne? Ich mag zum Beispiel wahnsinnig gerne auch gefrorenen Fisch, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich raus. Einfach nur, damit du ihn zu Hause hast und wenn du Bock drauf hast, dann kannst du dir den ganz easy machen, weißt So richtig Fisch oder also geräuchert oder wie Nee, meinst nee, du es? nee, wenn dann so, es gibt ja diese ganzen Stücke vom Polardorsch, glaube ich, oder sowas ist das. Oh Gott. Das war ein Eigentor. Weiß nicht, das geht ab und zu wirklich gut am Abend, weil wenn man wirklich nicht so viel essen möchte, dann esse ich meistens Fisch. Grusig. Nee, Kann ich also gar nicht haben. diesen frischen Fisch, so eine Forelle und sowas, Alter, ich kotze im Strahl, wenn ich eine Forelle irgendwo rieche, ne? Da ist vorbei bei mir. Ich bin auch überhaupt kein Freund hier. Weiß nicht, die Kollegen sind damals fischen gegangen und haben irgendwelche Fische nach Hause getragen. Und ich habe gedacht, Alter, hau ab mit dem Gelümpe hier, ey. Ja. Okay, das läuft nicht, das müssen wir anders machen. Ach Mann, das ist mit der Tür und das ist doch alles wieder scheiße hier. Mann! Das sagen wir doch nicht. Nee, aber es ist wirklich so. Es muss man einfach mal so auf den Tisch hauen, ne? Die Tür ist aber sehr bescheiden. Also es gibt ja extra eine Tastaturbelegung, wo man sowas umändern kann. Paul, willst du den Käse rausräumen? Ich hab's umbelegt. Ja, das. Ich mache auf der mittleren Maustaste Türen auf und zu. Das geht auch, ja. Alle Fälle haben wir jetzt wieder 220.000, liebe Leute, ne? Oh, jetzt geht die nächste Alter Hälfte jetzt Schwede, schon. ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, siehst du? Wie viel Geld eigentlich rumliegt hier? Seit wann passt der Akkuliner nicht mehr unter das Rohr von der Produktion? Welche Produktion? Schweinefutter. Er hat da mal drunter gepasst, oder? Ah, ne, wir haben den Nee, wir kleinen hatten. Bucher genommen beim letzten Mal. Da war was. Ja. Alter, was steht denn hier noch alles rum? Was denn? Die Abfüllanlage ist noch voll. Ja, ich weiß. Abfüllanlage? Also ihr Apfelanlage verstanden. Lad mal bitte noch nicht ab. Sonst machen wir nur Nee, plus ich 1000 räume Liter erstmal Vanille. das Regal hier leer. Wir müssten irgendwo auch eine URL-Gabel haben für den Radlader, die müssten wir mal suchen. Der müsste aber hinten stehen, wo die ganzen Aufsätze stehen. Geht wesentlich einfacher. Erstmal muss ich den Radlader finden. Da ist der Radlader. Okay, das ist ein bisschen Geduldsspiel, aber wenn du ein bisschen Geduld mitbringst, dann funktioniert es eigentlich sehr, sehr gut. Ja, bisschen Geduld. So. Wo vermutet ihr die Ach URL-Gabel? shit, Alter. Theoretisch bei den Gänsen, bei den Aufsätzen. Aber. Aber das war nur. Wenn sie irgendwo hingeworfen Ja, wurde, da ist ne? er auch. Dann war das Boxe. Meint ihr die mit den Doppelzinken? Ja. Kannst du immer zwei Paletten runternehmen, das ist ja schön. Wusa! Hast du die Tür schon rausgerissen? Ich wollte mit der Kettensäge anlegen, ne? Billiges Brennholz. Die Eisentüre? Ich habe gedacht, die wäre aus Holz. Nee, das ist eine Brandschutztüre, glaube ich sogar. Eine hygienische Blabla-Türe. Im Kühlraum müsste es so oder so in der Stahltür sein. Ja, eben. Niemand, ich stelle dir gerade den LKW nebendran, dann kannst du gerade darauf abladen. Das wäre super.
War super, danke schön, ne? So, haben wir... Aber ich stelle ihn vielleicht hier draußen hin, sonst haben wir die Gasdinger mit dabei. Yep. Gut, aber liebe Leute, wir sind schon wieder fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Baby. Tschö.